Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen noch ein Online-Ligaspiel mit der Calcio A. Und dann in der nächsten Aufnahme gibt es wieder Bundesliga und da dann schon mit Kruse. Sexy, sexy. Bin sehr gespannt, wie der sich spielen lässt. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf. Ach ja, ich wollte ja neue Trikots holen. Naja, mache ich dann danach. Egal. Das mache ich dann eh in der Web-App und nicht hier, weil ich mir erstmal angucken muss, was für ein Trikot ich da haben möchte. So, auch da, ja, noch ein Silberspieler und ein Bronzespieler im Team, ein Leihspieler, dafür aber halt mal eine 88er Legende. Ich wusste gar nicht, dass es Legenden jetzt auch auf dem PC gibt. Krass. Und ansonsten Standardformation mit 4-4-2. Also ich tippe jetzt mal auf nicht so einen guten Spieler. Hat auch keine volle Chemie. Was sagt denn eigentlich zu meinem Wappen mit diesem Seepferdchen drauf? Ich finde das ziemlich cool. Ich glaube, ich werde das nicht mehr ändern. Warum ist denn jetzt immer dieses komische Zeichen da? Das war doch in dem Turnier auch nicht. Das nervt. Komme ich das irgendwie weg? Wenn ich nochmal am Ball komme, werde ich erstmal in die Option reingehen, weil was ist denn das? Sauber rausgespielt, einfach nur super sauber rausgespielt. Ich konnte nichts machen, ich bin kein einziges Mal rangekommen. Also ja, Glückwunsch. Konnte ich nichts machen. Gut rausgespielt. Es hat einfach nicht geschafft, da irgendwie gefährlich ranzukommen, obwohl ich wusste, wohin spielt. Ja, die 6 läuft richtig beschissen mit. Und dann hält er leider, naja, war auf jeden Fall haltbar dabei. Jetzt gucke ich aber erstmal Trainereinstellung bearbeiten. Hat das was damit zu tun? Nee, der ist ja aus, hä? Namensleiste und Anzeige. Spieleranzeige, Namensleiste. Oh, was ist denn das? Bedeutet denn das jetzt wieder? Wähle aus, ob die Namensleiste, die Spieleranzeige oder beides, wenn einer Partie angezeigt werden soll. Wenn im halt ich bin, das kannst du auswählen, ob Name oder die Rückennummer angezeigt wird. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass es irgendwie ein Bug ist und wenn ich das Spiel neu starte, dass es dann wieder weg ist. Weil ich habe es jetzt noch nicht wieder neu gestartet seit der letzten Aufnahme. Hoffen wir mal, dass es an der Verteidigung nicht so gut ist. Wie im Angriff. Vielleicht war das auch gerade noch Glück für ihn, dass so ein Spitzenangriff hinbekommen hat. Macht es auch nicht so schlecht in der Verteidigung. Schwacher Abschluss, das ist auch dumm gewesen, weil, wie gesagt, ich habe keine Spieler, vor allem der Lukas, die da mit einem guten Distanzschuss, das ist einfach dumm gewesen, hätte ich nicht machen sollen. Oh, läuft einfach durch. Naja, zumindest nur die Ecke. Leider nicht so schlecht wie der letzte Gegner, kann man jetzt schon sagen. Aber ist noch alles drin. Wäre blöd, wenn jetzt direkt das zweite Spiel verliere, ehrlich gesagt. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Macht ja auch schon erste Tricks. Tja, sieht nicht gut aus. Gegner spielt gut. Hat ein bisschen Glück, aber spielt auch gut. Aber es ist nur ein 0-2. Ich meine, es ist echt ärgerlich, wenn wir jetzt hier direkt das erste Spiel verlieren, wie gesagt, aber, also das zweite Spiel verlieren in der Liga. Aber schauen wir mal.
Scheiße. Das hätte Sabonaras große Chance sein können, so weiterzuspielen, wie er es im letzten Spiel gemacht hat und das 2-1 zu machen. Eigentlich rot von hinten rein. Hat wieder zu lange gebraucht, aber jetzt bekommen wir wenigstens mal den Freistoß. Ja, das war auf jeden Fall eine gelbe. Es war eigentlich rot für Palacio, deswegen haben wir Glück gehabt. Ja, abgefälscht, schade. Glück beim Gegner. Schöner Schuss von Sabonara, schade. Schlechte Flanke. Oh. Wieder Glück gehabt mit dem zweiten Ball. Alter, was ist denn? Was sind denn das für Tackles? Die Tackles sind ja richtig scheiße gemacht. Kein Wunder, dass man nicht verteidigen kann. Die tackeln ja sonst wohin. Krass. Ist mir gerade also richtig bewusst geworden. Weil ich mich manchmal schon gefragt habe, oh ey, hör doch mal auf, bitte solche Lackertore zu machen, hä? Danke. Weil ich mich schon manchmal gefragt habe, wo bleiben denn meine Tackle? Das habe ich gerade gesehen. Erstens ist der Tackle viel, viel später ausgeführt worden. Und zweitens halt in die Richtung, wo er nicht mal ansatzweise hätte hingehen sollen. Ja, ich denke, das Ding ist durch. Ich werde keine 3 Tore gegen ihn schießen. Ist halt schade, ist ein bisschen Glück beim Gegner dabei. Er spielt auch gut, will auch sagen, er spielt besser als ich. Aber hat auch eine merkwürdige Mannschaft und keine volle Fitness, aber... Naja, er spielt halt, wie gesagt, ganz gut. Ist eigentlich ein Foul. Warum ist hier niemand? Viel zu straff, aber war eine schöne Schusstäuschung wieder. Also Schusstäuschungen sind auf jeden Fall geiler an FIFA 18. Oh, fuck! Und dann dieses dumme Ball verlegen und meine Spieler sind so scheiße träge, dass wieder nichts geht. Komm schon. Ich hatte aber auch schon 2 gute Chancen, um ein Tor zu machen und es hat nicht gereicht. Das ist dann halt ärgerlich. Muss ich aber doch noch eine Aufnahme machen. Mit einer Niederlage kann ich hier nicht ins Bett gehen. Nicht auf die Zeit geachtet, sonst hätte ich vielleicht doch mal geschossen. Ärgerlich, ärgerlich, aber naja. Versuche mich nochmal zu konzentrieren, also eine kleine Außenseiterchance habe ich bestimmt noch, um die 3 Tore zu machen, aber Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Kann auch bisher nicht bestätigen, dass Tore schießen so super einfach ist. Verteidigen ist zwar schwer, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass hier
das ist super einfach, aber es kann auch an meinen Spielern noch liegen, dass die halt noch nicht gut genug sind, um einfach bei jedem Schuss einen Treffer zu machen, weil ich habe halt wirklich teilweise schon merkwürdige. Der hätte halt zum Beispiel mal reingehen können. Ich habe halt wirklich schon teilweise merkwürdige Treffer bekommen jetzt, das muss man schon sagen, aber das kann auch einfach Zufall sein und nicht damit zusammenhängen, dass in FIFA 18 hier Tore schießen so einfach ist. Ah, verteidigen ist auf jeden Fall schwerer, das kann man sagen. Schade, nur ein Wurf. Brauchen teilweise eine Stunde. Schlecht positioniert von Palacio. Kann eigentlich auf sehr offensiv gehen, ich muss ja drei Tore machen. Gut gehalten. Leider nicht zu dem Spieler gepasst, zu dem ich passen wollte. Schöner zweiter Ball von Gegner. Elfmeter! Oh, ich dachte, es gibt den ersten Elfmeter. Hab direkt auf Passen gedrückt, er hat es nicht gemacht. Schade. Schön abgelaufen mit Lukas vor allem, der hat ja gar keine Pace. Oh, Palacio läuft mir rein, geil. Das ist doch ein bisschen Vogelwild, aber ich komme einfach zu keinen Abschlüssen mehr. Gegner verteidigt auf jeden Fall besser als ich. Also er schafft es viel besser zu antizipieren, wo ich hingehe. Wieso er da schießen wollte aus der Position, keine Ahnung. Meiner Meinung nach ein Foul. Nice Luck. Aber abseits. Der Ball kam doch eigentlich von mir. Das war doch kein direkter Pass von ihm. Oh, was wechselt er denn jetzt noch? Was bringt er denn jetzt? Pause, verdammt. Es ist, der führt 3-0. Es ist 77. Minute. Was soll jetzt noch passieren? Ich denke mal, er wechselt jetzt. Ja, schade. Direkt im zweiten Spiel.
mal richtig aufs Maul bekommen und die Grenzen aufgezeigt bekommen. Aber es, ja, mit dem Verteidigen kann ich zustimmen, mit dem Angreifen ist auf jeden Fall so, dass es mit den Dribblings und ich meine, ist ja auch logisch, wenn Verteidigen schlechter geht, dann muss ja logischerweise der Angriff leichter sein. Aber ich finde nicht, dass es leicht ist, Tore zu schießen, aber leichter ist, sich halt durchzudribbeln etc. beim Gegner und zu einem Abschluss zu kommen, aber jetzt nicht unbedingt leichter, insgesamt die Tore zu schießen. Es nervt auf jeden Fall, so schlecht zu sein am Anfang. Aber es hängt natürlich auch teilweise mit dem Team zusammen, wobei der Gegner halt jetzt auch ein paar Schwachstellen hat, aber er hat auch ein paar Positionen, die besser besetzt sind. Weiß nicht, ich habe noch nicht so richtig das Gefühl, was inwiefern ich hier in der Abwehr auf abwartend oder aggressiv verteidigen gehe. Also das habe ich halt noch gar nicht raus, wann das besser ist. Das war ein krasser Pass. Aber ich glaube fast, ein abwartendes Verteidigen und mehr versuchen, die Räume zuzustellen, ist besser, weil man halt eh super schnell, wenn der Gegner auf einen zukommt, mit ein paar Schlenkern ausgenommen ist. Deswegen, schwierig einzuschätzen gerade noch. Ich scheine da gerne mal zu machen. Oh, wieder ein Einwurf. Wieder ein Foul. Ja, irgendwie machen meine Spieler nicht so schnelle Schlenker, dass ich einfach am Gegner vorbei bin, leider. Muss eigentlich auch gelb sein. Taktisches Foul. Ach, das ärgert mich, das Spiel verloren zu haben. Ich werde jetzt noch eine Aufnahme machen, weil ich nicht mit einer Niederlage ins Bett gehen möchte, aber war eine verdiente Niederlage auf jeden Fall. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, oh, beim nächsten Mal Kruse. Das heißt, ich teste jetzt Kruse. Ich bin gespannt. Tschö, tschö.